Hallo und herzlich willkommen bei Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und erkläre dir heute, wie du dieses kleine, schlichte Armband mit Perle in der Mitte selber machen kannst. Viel Spaß! Das Material für das Armband ist diesmal recht übersichtlich. Du brauchst lediglich 6 Fäden der Länge 80 cm sowie eine Steinperle, in dem Fall aus Jade, mit Durchmesser 8 mm sowie 4 kleine Messingperlen mit Durchmesser 3,8 mm, wo 2 Fäden durchpassen müssen. Die genauen Materialien inklusive der Farbnummer für das Garn habe ich dir wie immer unten in die Beschreibung gepackt. Du fängst nun damit an, dass du einen der Fäden ungefähr mittig oben im Klemmbrett einspannst. Dann nimmst du dir einen weiteren Faden dazu, und zwar so, dass das eine Ende ungefähr 5 cm länger ist als das andere, und befestigst dieses mit einer Schlaufe an dem festgespannten Band. Dazu führst du die Schlaufe unter dem eingespannten Band drunter durch und ziehst die beiden Enden oben raus. Das obere und kürzere der beiden kannst du weglegen und das untere und längere benutzt du nun, um einen Rahmenknoten zu machen. Dazu hältst du das linke immer straff und das andere legt sich einmal von dieser Seite drumherum. Dann drehst du das Ganze wieder und jetzt von rechts drumherum. Das machst du noch zweimal. Falls du nicht wissen solltest, wie der Rahmenknoten funktioniert, dann kannst du oben rechts dem Link folgen, dazu habe ich nochmal ein extra Tutorial für dich vorbereitet. Du kannst mit dem Rahmenknoten aufhören, wenn auf der Ober- und auf der Unterseite das Band rausschaut, also jeweils auf der anderen Seite zuletzt ein Hügelchen ist und hier 1, 2, 3, 4, 5 solche kleinen Hügelchen insgesamt zu sehen sind. Dann kannst du das Ganze zur Seite spannen und genau dasselbe nochmal mit zwei weiteren Bändern wiederholen. Also wieder das erste Band genau mittig oben im Klemmbrett einspannen, dann das andere wieder so, dass das untere Ende länger ist, in einer Schlaufe daran befestigen, das obere Ende weglegen und mit dem unten einen Rahmenknoten machen, bis es identisch zu dem hier rechts ist. Auch hier kannst du wieder aufhören, wenn die gleichen 5 Hügelchen wie bei dem ersten erreicht sind. Dann spannst du dir die eine Hälfte genau andersrum oben ein, sodass also die Bänder zur linken Seite rausschauen. Dann nimmst du dir deine Steinperle und eines der noch verbleibenden Bänder und führst dieses dort einmal hindurch. Ziehst das Ganze dann so, dass es genau mittig wieder eingespannt ist und spannst es hier zwischen die beiden bereits eingespannten Seiten. Auch das verbleibende Band greifst du wieder genau in der Mitte und spannst es dort daneben. Und dann ist es am einfachsten, wenn du dir das Ganze so einspannst, dass es wirklich nah beieinander und oben an der Kante ist. Du nimmst dir nun den Faden, der aus der Kugel rausschaut, legst diesen unter die ganz rechte Seite drunter und befestigst diesen mit einem Rippenknoten an derselben Linie. Das gleiche machst du mit dem Faden, der hier unten noch rausschaut und der linken Seite. Und dann kannst du die beiden Fäden, die hier innen langlaufen und rausschauen, zusammenfügen, indem du das rechte über das linke Ende legst. Und das linke dann dort drumherum wickelst.
Jetzt spannen wir uns das Ganze andersrum nochmal oben ein. Und jetzt hast du wieder auf der linken Seite das, wo die Perle rausschaut, schiebst die Perle nach oben. Das, was hier auf der rechten Seite noch ist, das legst du drunter weg, das brauchen wir gerade nicht. Und jetzt das Band, was hier aus der Perle rausschaut, wird wieder an der rechten Seite am Rahmen befestigt. Also drüber und durch die Schlaufe durchziehen. Und nochmals drüber und festmachen. Das Band, was hier noch lose unter der Kugel lang geht, das befestigst du auf der linken Seite. Und dann wieder von den beiden Hälften, die hier rausschauen, das rechte über das linke legen und das linke daran befestigen. Damit ist die große Kugel erstmal eingefasst. Wir nehmen jetzt die drei rechten Bänder, legen das ganz rechte in Richtung Mitte und fangen mit dem davon linken an, drumherum zu knoten. Also einmal drüber und noch einmal. Und dann das verbleibende hier auch nochmal drüber und durchziehen. Dann legst du die drei weg und machst das Ganze spiegelverkehrt auf der linken Seite. Also das ganz linke Richtung Mitte führen. Das davon rechte einmal drüber und durchziehen. Und noch einmal. Und das zweite, was hier noch rausschaut, ebenfalls daran befestigen. Jetzt kannst du die linke Seite über die rechte legen und dort befestigen. Und nun nimmst du die zwei mittleren Bänder und führst diese gemeinsam durch eine der kleinen Messingperlen. Mit den beiden Bändern von der linken Seite machen wir weiter. Das innere hältst du straff und das andere legt sich drumherum. Einmal drunter durchführen, drüber und festmachen, dann die Richtung wechseln, noch einmal und noch einmal von der anderen Seite und dann sollte es wieder nach außen zeigen. Das ist wieder genau der gleiche Rahmenknoten, den wir hier schon gemacht haben, um die Kugel einzufassen. Und jetzt machst du das Ganze spiegelverkehrt auf der rechten Seite. Also wieder das innere Band wird straff gezogen und das davon rechte legt sich drumherum. Und zwar zweimal von beiden Seiten, sodass du am Ende wieder auf der Außenseite landest. Und jetzt kannst du das Ganze wieder zusammenführen. Also der eine Faden, der aus der Kugel rausschaut, wird jetzt hier befestigt. Und natürlich auf der anderen Seite analog, das Band hier legt sich darüber und das zweite, was aus der Kugel rausschaut, dort dran fest. Dann diese beiden Enden wieder zusammenführen, indem du das rechte über das linke legst. Und jetzt geht es daran, parallele Reihen zu knüpfen, um das Band nach unten länger zu machen. Fangen wir auf der rechten Seite an. Du nimmst dir immer das ganz rechte Band, legst dieses Richtung Mitte. Und die anderen beiden, die drunter rausschauen, legst du dort drumherum.
Jetzt kommst du von der linken Seite. Und das, was hier von der rechten Seite rausschaut, kommt dort auch nochmal drumherum, dass die Linie also von links um 1 länger ist. Und dann fängst du auf der linken Seite an, also machst eine Parallele zu dem von gerade eben. Und jetzt wird die rechte Seite länger, also das ganz rechte legst du in die Mitte und die drei, die rausschauen, legen sich drumherum. Jetzt fängst du wieder auf der rechten Seite an, gehst also mit dem ganz rechten nach links und führst dort die anderen beiden drumherum. Und jetzt von der linken Seite den ganz linken wieder in die Mitte führen und die drei, die hier rausschauen, drumherum. Jetzt wieder auf der linken Seite, aber wir haben wieder nur drei Bänder, das heißt das ganz linke in die Mitte und die nur zwei, die wir jetzt haben, wieder drumherum. Jetzt hat wieder die rechte Seite Oberwasser, also die drei Bänder drumherum und dieses eine legt sich in die Mitte nach links. Was du durch dieses immer wechselnde Pattern erreichst, ist, dass hier die beiden Seiten gleichmäßig ineinander laufen. Du gehst also immer davon aus, jetzt haben wir das von rechts schon hier verbunden, das rechte ist also überlappend. Und jetzt wiederholen wir die rechte Seite, gehen also mit dem ganz rechten nach innen und knoten die anderen beiden wieder drumherum. Und dadurch ist jetzt auf der linken Seite das wieder dominant. Also jetzt haben wir hier vier Bänder rausschauen und wickeln die drei drumherum um das ganz linke. Dieses Pattern führst du erstmal immer weiter durch. Wenn du die gewünschte Länge erreicht hast, kannst du mit dem Knüpfen erstmal aufhören. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die beiden Bänder, die jetzt hier in der Mitte noch rausschauen, die längeren sind. Also irgendwann wirst du merken, dass das eine hier deutlich kürzer wird an beiden Seiten. Die also auf keinen Fall in die Mitte führen, sonst lieber noch eine Runde extra machen. Und ja, jetzt kannst du das Ganze damit abschließen, dass du diese und diese Bänder hier einfach mal abschneidest. Und dann die beiden Bänder, die hier am Ende noch rausschauen, miteinander verdrillst. Wenn du keine Ahnung hast, wie das funktioniert mit dem Verdrillen der Bänder, dann schau dir dazu doch gern nochmal mein Basic-Tutorial an und folge oben rechts dem Link oder unten in der Beschreibung. Wenn der Teil, den du mit Makramee gemacht hast und der verdrillte Teil ungefähr gleich groß ist, dann kannst du hier am Ende mit einem Überhandknoten abschließen. Und jetzt führst du die beiden Enden noch einmal durch diese Abschlussperle, ziehst dann einmal an beiden Enden kräftig, damit sie wirklich fest sitzt, und dann kannst du diese beiden Enden noch einmal miteinander verknoten und zur Sicherheit noch einmal verknoten. Dann das Ganze wieder knapp abschneiden und nun die ganzen Enden, die wir abgeschnitten haben, mit dem Feuerzeug angurkeln und festdrücken. Und damit wäre dann hier die eine Seite des Armbands fertig. Du machst jetzt natürlich auf der linken Seite genau das gleiche wie eben und dann einfach alle weiteren Arbeitsschritte genauso weitermachen wie zu Beginn des Videos.
fehlt nur noch der Verschlussknoten, dazu die beiden Enden übereinander legen und eines der abgeschnittenen Bänder verwenden, um das Ganze zusammenzufassen. Auch zum Verschlussknoten habe ich nochmal ein extra Video gemacht, da kannst du auch wieder oben rechts dem Link folgen und dir das Ganze einmal in der XXL-Variante in aller Ruhe anschauen. Falls du für heute noch nicht genug hast und gerne noch mehr Makramee machen möchtest, kannst du hier auf der linken Seite ein weiteres Tutorial von mir finden. Und wenn du kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, lade ich dich gerne dazu ein, hier auf der rechten Seite meinen Kanal zu abonnieren und deine Benachrichtigungsglocke einzuschalten. Ich wünsche dir für heute noch einen tollen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Video.